Einen wunderschönen guten Tag. Sie fahren heute insgesamt zwei schwere Güterzüge durch das Erzgebirge. Den ersten Güterzug bringen Sie zum Heizkraftwerk nach Freiberg. Dort abgekoppelt setzen Sie zurück zum Bahnhof Freiberg, wo der nächste Zug auf Sie wartet. Dieser wird nach Tharandt gebracht. Sobald das Ausfahrtssignal auf Fahrt steht, kann es losgehen. Achten Sie auf die Signale, die Steigungen und Gefälle der Strecke. Aufgrund des Gewichts des Zuges reagiert die Lok sehr träge. In Öderan müssen Sie noch einen Städteexpress überholen lassen. Und damit eine gute Fahrt und hallo und herzlich willkommen auf der Strecke Projekt Freiberg in Sachsen. Wir haben heute die Ehre, mit der schönen Baureihe 132, auch bekannt unter dem Spitznamen der Russe, auch wenn die Lokomotive in der Sowjetunion gefertigt wurde, oder eben unter dem Spitznamen Ludmilla, diese werden wir heute fahren. Hinten dran hängt ein schwerer Güterzug, wie gerade schon vorgelesen. Und hier nebenan im Bahnhofsgleis fährt ein Personenzug aus, bespannt mit der Baureihe 243. Das Hauptsignal sagt Ausfahrt mit 60 und hinten dran hängen, wenn mich nicht alles täuscht, die BME Halberstädter, die einerseits ja, mit der Wagenklasse assoziiert werden und für die anderen sind Halberstädter eben die Würstchen. Ja, je nachdem, was man eben damit in Verbindung bringt. Gut. Heute ist es ziemlich neblig, außerdem liegt noch ein bisschen Schnee auf der Schiene und deshalb wird es umso schwieriger heute, unseren Zug über die Strecke zu befördern. Die Fahrt beginnt in Flöha, besser gesagt direkt an der Steigung und ja, ich würde mal sagen, wir reden nicht so viel drum herum, setzen uns in die 132 hinein und rüsten das, was noch aufzurüsten geht, nämlich die PZB und ja, ein paar andere kleinere Komponenten in der Lokomotive noch auf. Der Motor läuft schon, also ja, das meiste ist eigentlich schon getan. Gut, der Fahrtrichtungswender geht in die Stellung vorwärts. Die PZB wird mit Shift und 8 eingeschalten. Wir wechseln noch in die... Ja, gute Frage. In welche Zugart wechseln wir eigentlich? In der Einweisung steht leider nichts drin. Was haben wir denn hinten für Wagen dran? Es müssten auf jeden Fall DB-Wagen sein. Also so ganz realistisch ist es heute nicht. TDS sind's. Ja, komm, machen wir mal Höchstgeschwindigkeit 90 heute. Und damit bitte untere Zugart. Na, wobei, so lang ist der Zug gar nicht. Ah, das geht in der mittleren Zugart, komm. So, Steuerung 8. Und damit in die mittlere Zugart gewechselt. Genau, die 70 steht als Überwachungsgeschwindigkeit schon drinne. Und Zugart M wird oben angezeigt. Gut, im nächsten Schritt Instrumentenbeleuchtung bzw. die Führerstandsbeleuchtung bei der Ludmilla aktivieren. Dann die elektrisch-dynamische Bremse einschalten bitte noch. Kraftstoffpumpe ist schon ein, sonst würde die Lokomotive nicht laufen. Lokomotive ist auch schon an und den Fahrschalter oder den Fahrenschalter, den verlegen wir auch gleich in die Einstellung. So, weiße Lämpchen vorne dran. Und dann würde ich mal sagen, kann's losgehen. Zugschlusstafeln müssen auch stecken. Genau. Und damit geht's raus aus Flöha. Ach nein, Korrektur. Die Handbremse sollte man noch lösen. Okay, ist schon lose. Alles klar. Dann diesmal wirklich Leistung auf und raus aus dem Bahnhof von Flöha. Ja, die Hauptstrecke müsste dann hier vorne einen Gleisbogen nach links einschlagen. Gucken wir aber gleich mal, wenn wir eben aus dem Bahnhof rausgefahren sind. Aber wenn ich es mir richtig gemerkt habe, war das hier vorne direkt ein Linksbogen. Wobei wir auch den steigungsreichsten Teil oder in unsere Fahrtrichtung jetzt das Gefälle eigentlich auch hinter uns lassen. So, das Signal muss nicht quittiert werden. Also aus dem PZB-Startprogramm. Da könnten wir uns eigentlich gleich lösen. Wir dürfen ja mit 60 hier ausfahren. So, schön langsam die Fahrstufen hochschalten. Die Lokomotive braucht genug Leistung heute noch. Und wir müssen auch gleich sehen, wie die ersten Lüfter hier hinten anspringen. Wir haben sogar Glück. Wir haben heute noch eine von den schönen altbelüfteten Ludmillas. Und, ja gut, bei der Deutschen Reichsbahn sind ja sowieso hauptsächlich eben die altbelüfteten unterwegs gewesen. Ich glaube, die Schalldämpfer bzw. ja, die Modifikationen, die kamen ja dann erst ein Weilchen später. Aber eben nicht in der Ursprungszeit oder in den Anfängen, als Ludmilla hier noch unterwegs war.
Ja, der erste Lüfter ist schon angelaufen. Die sind auch hier auf Automatik eingestellt. Also von daher brauchen wir uns um die Lüfter hinten dran oder obendrauf keinen Kopf zu machen. Das sollte die Lokomotive alles von alleine können. Und ja, wenn es wirklich nötig wäre und die Lüfterautomatik aussetzt, dann können wir hier unten nochmal die Lüfter einzeln hinzuschalten. Ich glaube, der Kippschalter ist eigentlich in der Realität dann nochmal um den Automatikmodus von den Lüftern auf manuell umzustellen. So, 80 habe ich gesehen. Wachsam wird trotzdem noch gedrückt, auch wenn kein Gleismagnet da liegt. Und dann beschleunigen wir mal fix auf die 80. So, die Fahrstufen können wir auch mittlerweile erhöhen. Die hat ordentlich zu schuften, die Lokomotive. So, nebenan könnte gleich was reinkommen. Da wird langsam fahren mit 40 bzw. 60 angekündigt. Am Vorsignal. Oder am Vorsignalwiederholer. Wir haben jetzt den Kreis unten dran gehabt. Und nicht die Vorsignaltafel NE1. So, hier ein grünes Lämpchen. Und damit geht es für uns weiter mit Fahrt erwarten. Genau, das hier unten wäre dann nochmal die Vorsignaltafel. Und vielleicht haben wir ja Glück und sehen auch gleich nochmal, wie eben so ein Vorsignalwiederholer gekennzeichnet ist. Wie gesagt, entweder ganz kurz zurückspulen, dann siehst du diese Kreistafel, sage ich jetzt mal. Hat eigentlich einen anderen Namen, habe ich mir jetzt gar nicht so genau gemerkt, muss ich zugeben. Aber auf jeden Fall ist es diese, naja, Vorsignal-ähnliche Tafel mit einem Kreis drauf. Also typisches Reichsbahnsignal eigentlich auch. Die sind ja so heute, naja, weniger anzutreffen an den Vorsignalwiederholern, die eben aus dem HL-Signalsystem sind. Da finden wir sie trotzdem heutzutage noch. Aber die Vorsignalwiederholer, gerade im KS-System oder HV-Signalsystem, sind dann eben anderweitig gekennzeichnet. Also in den meisten Fällen eben mit einem weißen Lichtchen, mit einem Zusatzlämpchen. So, eigentlich müsste es jetzt hier, ich glaube, bergab gehen. Von daher sollte der Zug eigentlich auch ziemlich gut rollen, was mich jetzt ein bisschen wundert. Ich hätte gedacht, wir brauchen weniger Leistung. Oder vielleicht irre ich mich auch gerade, was die Fahrtrichtung angeht. Richtung Öderan fahren wir dann. Na doch, dann fahren wir den Berg hinauf. Grüß dich, Kollege. Der hat hinten dann nochmal einen wunderschönen Doppelstock-Gliederzug, wenn ich das richtig gesehen habe. Nein, Korrektur, kein Doppelstock-Gliederzug, es ist ein normaler Doppelstockzug. Der Unterschied liegt darin, dass bei einem Doppelstock-Gliederzug, ja, der Doppelstockzug eben aus einzelnen Gliedern besteht. Wobei halt zwei Wagenkästen dann jeweils auf ein gemeinsames Drehgestell, ja, verankert sind. So, grün. Es geht weiter den Berg hinauf. Mittlerweile müssten die Lüfter eigentlich auch alle laufen. So, noch ein bisschen Leistung dazu. Und dann packt die das ganz ordentlich. Fahrstufe 15. Ja, in echt hätten wir jetzt schon eigentlich einen Lastabwurf oder eine Leistungsverringerung aufgrund der Temperaturen. Aber ich bezweifle, dass die Lumina bei Minustemperaturen draußen die Temperatur von ungefähr 100 Grad so schnell erreichen würde. In der Realität wäre das zumindest sehr untypisch. Aber ja, im Simulator können wir die Temperatur hier getrost ignorieren. Oh, 20. Dann Leistung runter. Dann geht es gleich über den großen Viadukt. So, die 70 haben wir auch schon unterschritten. Aber ganz genau dran denken, hier kommen wahrscheinlich dann auch gleich noch die 20 mit einem 500er vermint. Da kommen schon die Vorsignalwaken. Dann kann ich auch gleich nochmal die Vorsignaltafel NE2, kleine Korrektur. Ich glaube, ich habe vorhin NE1 gesagt. NE1 wäre die Trapeztafel. Ja. So, das war jetzt ein bisschen knapp.
aber hat ganz gut funktioniert. Ja genau, Vorsignaltafel NE2 und die Trapeztafel, das wäre das NE1. Und ab hier vorne gelten dann jetzt die 20. Das ist quasi die Geschwindigkeitsgültigkeitsscheibe. Zu vergleichen mit einem LF7, wie man es heute kennt. Nur halt eben hier, ja, ich sag mal, nach Reißbahn Signalschema. So, schön bei 20 bleiben. Mittlerweile wird dieser große Viadukt ja leider nicht mehr mit so niedrigen Geschwindigkeiten befahren. Denn mittlerweile laufen da, glaube ich, nur noch Passagiere oder Fußgänger drüber. Die Streckenführung auf der Strecke zwischen Dresden und Tarant wurde grundlegend in diesem Bereich auch geändert. Und ja, die Brücke müsste mittlerweile nicht mehr dieses wunderschöne Bild abgeben. Also da trifft man, soweit ich weiß, keine Lokomotiven mehr drauf an. Ich bin die Strecke selbst erst vor ein paar Tagen gefahren. Und ich kann mich auch nicht mehr an diese schöne Szenerie hier erinnern. Also mittlerweile gibt es zwar ziemlich viele andere schöne große Brücken auf dieser Strecke. Ich bin bisher auch hier nur einmal lang gefahren. Aber ja, der schöne Blick hier über die Bahnstrecke unten drunter, der entfällt leider. So, 80. Ja komm, wir sind noch nicht aus der Langsamfahrstelle raus. Und wir sind eigentlich auch ein bisschen zu schnell, ne? So. Und hier kommt nochmal ganz kurz die Vorsignaltafel, welche ich vorhin meinte. Die mit dem runden Kreis hier. Korrektur. Vorsignalwiederholertafel. So, jetzt haben wir's. Oh, das ist aber auch untypisch für einen Vorsignalwiederholer, dass der auf Gelb umschaltet. Nachdem man eben dran vorbeigefahren ist. Aber das ist simulationsbedingt hier. Also in Realität hätte ich mir wahrscheinlich Sorgen gemacht, dass da irgendwas mit dem nächsten Signal nicht so ganz korrekt läuft. Aber hier ist es kein Problem. Hier wissen wir, dass es auf die Simulation zurückzuführen ist und dass der Signalrückfall eigentlich bei Vorsignalen nicht so schnell eintritt. Ordentlich Leistung, um wieder mit den, ja, mit den ganzen Wagen hinten dran zu beschleunigen. Uiuiui. Das ist eigentlich auch zu viel Leistung. So, BK Hetzdorf. Ja, Hetzdorfer Viadukt war das gerade. Und das Hetzdorfer Viadukt haben wir mittlerweile vollständig verlassen. Weswegen wir eben auch beschleunigen können. Na komm. Ludmilla, ich weiß, du hast es drauf. Zeig es uns allen. Und hier sieht man auch, wie die Temperatur jetzt langsam ansteigt. Bei 95 Grad sind wir aktuell. So ganz langsam, allmählich kommen wir aus dem Knick. 45 km pro Stunde. Und wir haben zumindest auf der Seite Glück, dass A, die Lokomotive sehr viel Power hat und B, die Schienenverhältnisse trotz des schlechten Wetters, also sowohl trotz der Feuchtigkeit als auch trotz des auf dem Boden liegenden Schnees, so relativ gut ist. Also die Lokomotive schleudert nicht. Die bringt ordentlich Leistung auf die Schiene. Und hoffentlich gleitet sie auch nicht, wenn wir dann abbremsen. Also Radstoff ist hier heute wenig bis gar nicht vorhanden eigentlich. Da oben die Leute grüßen nochmal noch freundlicherweise. Können wir ganz kurz sowas anstreuen, auch wenn wir es eigentlich jetzt nicht brauchen. Ich wundere mich jetzt eigentlich auch, wo hier der Sander ist. Irgendwie sehe ich den gar nicht hier im Führerstand. Normalerweise ist der hier mit auf dem Pult eigentlich eingebaut.
Grüß dich, Kollege. Und nochmal die Halberstädter. Wahrscheinlich auch wieder vom Typ BME. Na, der ist zu schnell weg. Ja, verschwunden im Nebelschleier. So, da war gerade im Augenwinkel noch eine Signaltafel, die zum Flugheben bzw. Flugsenken. Gucken wir uns auch gleich nochmal an, weil dazu eine Frage letztens kam. Was denn diese Tafeln bedeuten oder was oder für was die überhaupt sind. Also ich kann schon mal ganz kurz mit der Hintergrunderklärung dazu anfangen. Die Tafeln zeigen eigentlich nur für Fahrzeuge mit Schneepflug an, wo eben der Schneepflug gehoben bzw. gesenkt werden darf. Speziell für Bahnübergängen, in weichen Bereichen, die, naja, sehr verwinkelt mit Unterschied oder mit starken Steigungen oder Gefälleabschnitten versehen sind. Da stehen diese Flugheben bzw. Flugsenkentafeln. Und hier jetzt vor dem Bahnübergang eben Flugheben, deswegen zeigt die Pfeilspitze nach oben. Und hinter dem Bahnübergang Flugsenken, deswegen zeigt sie hier nach unten. So, die Vorsignaltafeln kommen und da leuchtet was Gelbes. Das heißt für uns Halt erwarten. Laut HL-Signalsystem. Eigentlich laut jedem Signalsystem, was wir kennen. Egal ob HL, HV, KS. Überall, wo es gelb leuchtet und wo es nur gelb leuchtet, da heißt es Halt erwarten. Ja, können wir den Zug jetzt auch schön reinrollern lassen. So, die 40 haben wir unterschritten. Die 35 auch gleich. Ja, das war gerade eben auch ein bisschen knapp am Hetzdorfer Viadukt. Die 60 quittieren. Am Hetzdorfer Viadukt sind wir, glaube ich, mit fast 45 auf den 500er aufgefahren. Und hatten Glück auf den, paar Metern, wo eben die Bremskurve noch wirkt, dass wir da relativ schnell unter 35 gekommen sind. Ansonsten hätte es auch bald gezischt. So, jetzt wollen wir hier aber noch ein bisschen Leistung, damit wir es zumindest an das Signal noch ranschaffen. Der Vorsignalwiederholer hier nochmal. Ist natürlich auch nochmal zu quittieren. Das Fahrzeuggerät schreibt das alles schön mit. Zumindest mittlerweile. Ich weiß gar nicht, wie das damals war, aber ich dachte auch, zu Zeiten der Deutschen Reichsbahn hätte das PZB-Bordgerät die Betätigung der Wachsamkeitstaste mitgeschrieben. So, der 500er hier. Dann sind es so 175 Meter bis 250 Meter noch bis zum Signal. Das ist so der Abstand, in dem ungefähr ein 500er liegt. Kann auch manchmal variieren. So, und da kommt das rote Lämpchen. Einmal HP0 in der Steigung. Da dürfen wir dann sehen, wie wir wieder anfahren können. Oder ob es überhaupt klappt. Aber ich bin eigentlich ganz guter Dinge. Es scheint nicht so steil zu sein. Ja, das geht noch ganz gut. So, und damit sind wir auch gleich in Oederer. Wenn die Kilometrierung stimmt. Und dann bremsen wir mal rein. Dran denken, der Zug ist schwer. Aber wie gesagt, die Steigung hilft uns mit. Wenn auch nicht beim Anfahren dann, aber zumindest beim Abbremsen. So, dann gucken wir mal. Erstmal ganz kurz zwischenspeichern. Und dann gehen wir nochmal ganz kurz außen an die Lokomotive ran. Einerseits haben wir hier ein wunderschönes Bild auf unserer Lok. Und andererseits ist es wahrscheinlich gleich der richtige Moment noch, um bei der Fahrdienstleitung mal kurz anzurufen. Denn entweder hat er uns vergessen, oder die Einfahrt ist noch durch einen anderen Zug verwehrt. Hier kommen schon die Rangierhalttafeln, also demnach wird auch im Bahnhofsbereich kommen. Ja, der eigentlich hier komplett geräumt ist. Und deswegen nehmen wir einen Hörer in die Hand und rufen bei der Fahrdienstleitung an. Genehmigung zum Überfahren des haltzeigenden Signals erteilt. Dankeschön. Ja, und lieber Kollege, wieso hast du uns angehalten? Kannst du mir das mal erklären? Halten Sie an, Oederan. Gleis 4. Okay. Na dann gucken wir mal.
Bremse lösen und mit PZB-Befehl 40 geht es am Signal vorbei. So, hier unten. Bremszylinderdruck bei 1 Bar, unter 0,8 Bar. Da sollte dann auch, glaube ich, der Druckwächter von der Lokomotive nicht mehr ansprechen. Weil der würde normalerweise verhindern, dass wir eben Leistung aufschalten. Und er sollte nach meinem Kenntnisstand eigentlich auch bei der 132 eingebaut gewesen sein. Zumindest war das so eine Spezialität, die besonders bei Reichsbahnlokomotiven oder bei den Lokomotiven der deutschen Reichsbahn nach 45 eben mit vorhanden war. Die 243, 155 zum Beispiel haben das auf jeden Fall drin und ich glaube die Ludmiller auch. So, Befehl 40 ist gedrückt und dann sollte auch gleich der Befehl 40 Leuchtmelder leuchten, was er auch tut. So, V-Überwachung 45, genau, aus den 25 von dem 500er haben wir uns gelöst. Wir hatten ja zwischenzeitlich angehalten. Und immer dann, wenn man angehalten hat, innerhalb einer 500 Hertz Beeinflussung, dann wird die Geschwindigkeitskennlinie auf 25 abgesenkt. Oder eben, wenn man sich lange Zeit unterhalb der Umschaltgeschwindigkeit von 10 km pro Stunde befunden hat. In diesen beiden Fällen, geht es mit 25 über den, oder geht es maximal mit 25 weiter. Und wenn wir in der restriktiven sind, dann müssten auch die 25 sofort aktiv sein. So, aber für uns hier erstmal, Vmax 45. Echt würde ich hier auch ehrlich gesagt wesentlich langsamer reinfahren, mit allerhöchstens 25, aber ich möchte hier auch irgendwie im Simulator ein Stückchen vorwärts kommen. Und damit das eben gewährleistet ist, machen wir das hier mal mit allerhöchstens 40. Also da vorne leuchten schon zwei rote Signale und im Öderan auf Gleis 4 soll ja angehalten werden, deswegen passt das auch ganz gut. 500er ist hier auch aktiv. Deswegen an die 25 denken, ne? Ah, okay. Er nimmt im Simulator. Wobei, wir waren jetzt nicht in der restriktiven wahrscheinlich. Wir waren jetzt normal in... Oder waren wir normal... Warte mal, wir sind mit Befehl 40 drüber. Da müssten wir eigentlich in der restriktiven gewesen sein. Sollten da doch eigentlich 25 kommen. Aber na gut, wenn es 35 nimmt, ist auch schön. So, zum Stehen sind wir gekommen. Der Zug sollte jetzt gleich abgekuppelt werden. Und ich glaube, wir machen dann Kopf und setzen an das andere Ende des Zuges um. Wobei wir schon vor dem Grenzzeichen hätten anhalten können. Also vor dem kleinen RA12 hier unten. Beziehungsweise SO-Signal. Oder als SO-Signal, das ist hier auch gekennzeichnet. Also, ich glaube, hier müssen wir wirklich warten. Anschluss Heizkraftwerk Gleis 1. Ja, wir lassen das mit den Kollegen durch. Er kommt ebenfalls mit einem Russen um die Ecke geschossen. Mit der Lokomotive 027. Und ebenfalls Wagen von der Deutschen Bundesbahn. Das wäre wirklich noch so eine Sache, die wir hätten verändern können vor dem Szenario. Aber der Szenarioersteller hat es so gewollt und dann ist es so. So, hier kommt eine schöne 243 mit Stelle Express. Ganz typisch die Farbgebung des Zuges. Zwischendrin noch mit Ruppa-Wagen. Und ja, all diejenigen, die einen Stelle Express schon mal erlebt haben, die kennen das Feeling in so einem Zug. Das ist echt geil. Also allein wie der ausgestaltet ist drinne, die Wagen, ich meine klar, es gibt wirklich viel schönere Fahrzeuge, aber so ein Städte-Express da mal mitzufahren, das ist was echt Geniales und
Ist definitiv ein Muss für jeden richtigen Eisenbahnfan. Städte-Express fahren, das ist schon echt was Geiles. Zur Zeit der Deutschen Reichsbahn gang und gäbe. Die Züge waren eigentlich im ganzen, in der ganzen Republik unterwegs gewesen. Sind hauptsächlich gependelt, jetzt muss ich überlegen. Berlin war der Knotenpunkt. Und von da aus ging es eigentlich in alle Richtungen. Stralsund hoch, also Richtung Ostsee, Bad Binz in die Ecke. Dann natürlich nicht bis in den Westen, aber Richtung Landesgrenzen dann eigentlich auch noch. In nahezu allen Richtungen. Ich weiß gar nicht, ob die Städte-Express-Züge auch die DDR verlassen haben und ob die nach Polen oder nach Tschechien reingefahren sind. Aber ich glaube, das waren dann eher Interzonenzüge. Beziehungsweise, die überregionalen Fernverkehrszüge, die eben ins Ausland gedacht waren. Oder für das Ausland bestimmt waren. So, das ist jetzt hier wieder so ein bisschen komisch. Wir rufen nochmal ganz kurz an. Nee, die Genehmigung wird verweigert. Also es darf noch nicht weitergefahren werden. Vielleicht, das könnte wirklich ein Problem sein, dass wir hinten noch in der Weichenverbindung drin stehen. Dass wir die Weiche noch freifahren sollten. Normalerweise sollte man dazu jetzt im Bahnhof eine Genehmigung einholen, wenn wir uns gegenüber einem HP0 zeigenden Signal bewegen möchten. Da wir aber gerade Ausfahrt bekommen haben mit 60 und Vmax erwarten, können wir ruhig beschleunigen. So, jetzt schön daran denken. 500 Hertz ist aktiv. Und da wir gestanden haben, sind normalerweise wieder die 25 eigentlich als Prüfgeschwindigkeit oder als Überwachungsgeschwindigkeit anzusehen. Das Signal selbst ist nicht zu quittieren. Wir haben, jetzt sieht man es nicht mehr, aber wir haben freie Fahrt erwarten. Von daher, da muss nichts quittiert werden. Quittiert werden sollten im HL-Signalsystem Signalbegriffe mit Geschwindigkeiten vorangekündigt kleine 100. Also weder ein grünes Lämpchen noch ein grün blinkendes Lämpchen muss an HL-Signalen quittiert werden. Weil wie gesagt, das signalisiert ja Streckengeschwindigkeit 100 erwarten, beziehungsweise eben Vmax erwarten. Wenn ein gelbes Lämpchen blinkt oder ein gelbes Lämpchen oben leuchtet, also ich rede jetzt nur oben von der oberen Lichtleiste, sage ich jetzt mal, nicht von dem Lichtbalken unten, das ist was anderes, der gibt Aufschluss über andere Informationen im Signalsystem. Aber wenn oben eben ein grünes Lämpchen leuchtet oder ein grünes Blinklicht ist, dann muss das Signal nicht mit der Wachsamkeitstaste quittiert werden. Wenn wir dort jedoch ein gelb blinkendes Lämpchen haben oder ein gelb leuchtendes Lämpchen, dann muss das Ganze natürlich mit der Wachsamkeitstaste quittiert werden, weil wir dann eben entweder 60, 40 oder halt zu erwarten haben. Also eigentlich relativ einfach. Wenn man einmal das HL-Signalsystem so ein bisschen drauf hat, dann läuft das eigentlich ganz gut. Und dann macht's auch Spaß. Ein sehr vielseitiges Signalsystem und gerade eben diese Komplexität gefällt mir sehr gut. Natürlich, zum Nachteil für diejenigen, die das Signalsystem nicht so wirklich verstehen, beziehungsweise vielleicht auch gar nicht verstehen. Gerade Westlokführer haben sich damals zu dem Zeitpunkt, als eben die Bahnverwaltung wieder zusammengefunden haben, sich stark darüber beschwert, was denn diese HL-Signale sind, beziehungsweise sich darüber echauffiert, dass sie das doch lernen sollten. Und was für die Reichsbahn-Lokführer gang und gäbe war, das war für die West-Lokführer, sag ich jetzt mal, komplettes Neuland. Und umgekehrt halt das HV-Signalsystem. Wobei HV, ich sag mal, deutlich leichter zu lernen ist als HL-Signale. Aber das sieht man ja eigentlich schon auf den ersten Blick. So, Leistung hochdrehen. Unsere 132 darf wieder ordentlich schuften. Ich hatte es gerade wieder vergessen, den Fahrenschalter auf auszustellen. Immer dran denken, wenn wir stehen mit der Lokomotive,
den Schalter auf aus. Aber na gut. So, Streckenkilometer 55,7. Ist es noch ein Stückchen. Sonst geht für uns ins Anschlussgleis. Heizkraftwerk, 20 Kilometer noch. Jetzt sind die 15. Fahrstufe wieder hoch. Jetzt darf es ordentlich donnern. Unsere Duckmiller. Ja, vielleicht noch ganz kurz zu den Spitznamen der Lokomotive. Einerseits eben ist sie als Ludmilla bekannt, wie am Anfang schon erwähnt. Und andererseits eben unter dem Spitznamen der Russe, wobei ja, der Name der Russe hauptsächlich unter Eisenbahnern im Sinne ja, des Eisenbahnbetriebsdienstes verwendet wird oder verwendet wurde. Und auch heute noch ist ja, unter Lokführern eher der Name der Russe bekannt oder gang und gäbe. Und unter Hobby-Eisenbahnern bzw. Modelleisenbahnfreunden, ja, Nicht-Betrieblern, sage ich jetzt mal, da ist eher der Begriff Ludmilla so die, ja, ich sag mal, Hausmarke. Ja, und für diejenigen, die sich fragen, eben, wieso ist die Lokomotive zu dem Namen der Russe gekommen? Weil eigentlich wurde sie ja Zeitpunkt der Fertigung in der UdSSR, also der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken gefertigt und liegt damit in dem heutigen Staat der Ukraine, war die Lok in ja, Luhansk geschrieben und Lugansk ausgesprochen, gebaut wurde. Und damit fällt sie ja per se eigentlich gar nicht in das russische Gebiet hinein, wie man es eben heute kennt. Weil eigentlich wäre es heute nach dem aktuellen Maßstab eine ukrainische Lokomotive. Da man aber damals schon zu den Sowjets nicht unbedingt Sowjets gesagt hat, sondern salopp einfach dahin die Russen oder ja, die russische Bevölkerung, also seitens der Deutschen, sage ich jetzt mal, was jetzt nichts mit der Vorkriegsgeschichte etc. zu tun hat, oder mit der Kriegsgeschichte, sondern es war einfach damals in der Bevölkerung hauptsächlich der Begriff ja, der Russe, die Russen, wenn man eben auf ja, russische Bevölkerung getroffen ist. Und daher kam dann eben auch der Name für die Lokomotive, der Russe. Die Lokomotive kam eben aus Russland, aus der UdSSR. Und der Name hat sich eben so eingebürgert. Wir sind zu schnell mit 107, 108. Das wollen wir nicht. Jetzt nehmen wir die dynamische E-Bremse hier drin wieder. Und dabei können wir wieder wunderbar auf das Funktionsprinzip der dieselelektrischen Lokomotive zurückgreifen. Bei denen wir eben mit den Fahrmotoren ja, eben auch Bremskraft erzeugen können. Was dann über ja, Bremswiderstandslüfter oder Bremswiderstände eben an die Umgebung abgegeben wird. Die daraus gewonnene Energie. Oder umgeformt. Die Energie ist nicht erzeugbar bzw. vernichtbar. Der Energieerhaltungssatz kommt zum Tragen. Aber das soll keine Physikstunde werden, das soll hier Spaß machen. Ich meine, gut, man kann auch mit Spaß und mit Freude lernen, aber ja, wir wollen nicht zu tief in die Physik jetzt eintauchen. So, Haltepunkttafel tankiert uns peripher. Es geht weiter. Und die sind ja knallhart im Nehmen. Sogar bei Wind und Wetter sitzen die mit kurzer Hose, die Dame, draußen auf der Bank. Im Garten. Eisekalt, eisekalt. Ja, normalerweise würde man eben bei so einer Lokomotive gerne mal das Fenster aufschieben, wobei jetzt hier auch irgendwo der Knauf fehlt zum Aufschieben und auch irgendwie ja, so ein paar kleinere Details an den Fenstern, aber das ist gar nicht so schlimm. Das ist eine Simulation und ja, da kann man auf sowas, ja, ich sag mal, verzichten. Es wäre natürlich schön, wenn es drin wäre, aber ja, geht auch ohne. Und hatte ich nicht irgendwas gesagt von Höchstgeschwindigkeit 90 heute? Ja, eigentlich schon, ne? Komm. Weil unser Fahrplan sagt zumindest 100. Korrektur.
Fahrplangeschwindigkeit hat sich geändert. Wir bleiben bei 100. So, hier jetzt nochmal über eine wunderschöne Brücke. Ja, das schöne Tal unten drunter ist jetzt ein bisschen verdeckt durch den Nebelschleier. Und sowieso durch die weiße Winterlandschaft schaut das Ganze ein bisschen anders aus als im Sommer, wenn hier alles schön grün blüht. Rechts und links die Blümchen. Wobei eigentlich, in dem Streckenabschnitt sind es hauptsächlich Bäume. Ich glaube, da siehst du wenig Wiesen und Wälder. Wiesen und Ackerland. Hauptsächlich Wälder. Ein bisschen mehr Leistung kommen. Also mal ganz kurz hier auf die Temperatur einzugehen. Es wird halt mit dem 10 zu multiplizierenden Wert hier angezeigt. Also wenn wir bei 9 sind, multipliziert mit 10. 10 mal 9 ist 90. Das kann ja jedes Grundschulkind, würde ich meinen. Da haben wir halt die Temperaturen vom, ich glaube, Motor, ne? Ach, vom Wasser. Vom Kühlwasser wahrscheinlich. Angeschrieben hier in dem Fall. Man muss halt immer ein bisschen gucken, was da für eine Bezeichnung oben drüber steht. Weil bei den Luke Millers gibt es auch so viele unterschiedliche Varianten. Die Führerstände von den Russen, die sehen wirklich alle komplett unterschiedlich aus. Damit meine ich jetzt nicht die von den russischen Lokomotiven, sondern den Lokomotiven der 132er Familie. Deswegen sage ich immer auch gerne Luke Millers, weil damit eben eindeutig klar ist, was gemeint ist. Das ist was anderes, wenn man eben draußen im Gleisfeld steht und sagt, hier, da steht der Russe, den können wir uns jetzt schnappen. Dann ist damit die Lokomotive gemeint, das weiß eigentlich auch jeder Eisenbahner. Aber wenn ich jetzt hier von russischen Führerständen rede, dann könnte man das auch auf andere Lokomotivgruppen eben zurückschlussfolgern. Ja, jedenfalls, die Führerpulte sehen von den Luke Millers komplett unterschiedlich aus. Hier fehlt jetzt auch komischerweise irgendwie der Sandenknopf. Ich weiß nicht, ist er jetzt hier drüben vielleicht mit eingebracht? Ne, das sind die Heizungsknöpfe. Ja, das hat immer so eine Sache. Bei den Ludis, die sehen alle ein bisschen anders aus im Führerstand. Manche haben auch nicht nur PZB, sondern sind auch mit SHP ausgerüstet, dem polnischen Zugsicherungssystem. Also 80 sind angekündigt, wir sind aber in den mittleren Zugort unterwegs und dürfen deswegen auf unter 70 bremsen. Ja, eben mit SAP gibt es welche, dann LZB gibt es glaube ich nicht. Wäre ziemlich ungewöhnlich. Ich weiß nicht, vielleicht hat irgendein Eisenbahnverkehrsunternehmen auch da vielleicht noch im Nachhinein was modifiziert. Wäre zwar, nicht wirklich vonnöten und macht auch nicht wirklich Sinn, aber möglich wäre es. Möglich wäre es. Ja, aber LZB haben die eigentlich nicht. Das braucht es auf einer Luke Miller nicht. Das ist mittlerweile eine typische Güterzuglokomotive eigentlich geworden. Ich kenne jetzt keinen Eisenbahnverkehrsunternehmen, wo die planmäßig im Personenverkehr eingesetzt werden. Würde auch wenig Sinn machen, weil gerade aufgrund ihrer starken oder aufgrund ihrer hohen Leistung sind sie eben bei Eisenbahnverkehrsunternehmen im Güterverkehr sehr, sehr, sehr beliebt. Außer bei der Deutschen Bahn. Die hat sich auf die Kappe geschrieben, sämtliche Diesellokomotiven, Stand 2021, bis 2030 auszumustern. Wie sie das Ganze machen wollen, würde mich wirklich interessieren, weil gerade einige neuere Diesellokomotiven sind ja auch bei der DB eben erst vor ein paar Jahren so ins Unternehmen gekommen. Gerade wenn ich da jetzt an die nicht so wirklich alten Foslo G6 denke, an die Voith Gravita Serien, egal ob 15BB oder 15LBB. Aber das sind alles Lokomotiven, die, ich würde meinen, doch ziemlich neu sind. Oder die G1206 etc. Aber das wird dann sicherlich irgendwie an die Privaten abgeschoben, beziehungsweise an die Tochterfirmen. Wie zum Beispiel die MEG, ist ja auch Tochterfirma von der DB. So, jetzt geblinkt, wir müssen erstmal unter 70. Und gerade eben wollten wir auch erstmal die 80 noch einhalten. Ne? So, da es hier blinkt, heißt das für uns 40 oder 60 erwarten. Ich bremse dann gerne auf 50 runter. Dann haben wir eben
10 km pro Stunde Toleranz in beide Richtungen. Je nachdem, ob wir beschleunigen müssen oder ja, abbremsen dürfen. Es geht auch bergab mittlerweile. Aber ja, das wird wirklich spannend die nächsten Jahre. Ob da die Diesellokomotiven noch bei der DB anzutreffen sein werden, wovon ich sehr, sehr, sehr stark eigentlich ausgehe. Ich denke mal, das ist so ein Versprechen, was der DB sehr, sehr, sehr schwer fallen wird, es einzuhalten. So, es blinkt dort vorne, wir haben keinen gelben Lichtbalken, das heißt für uns, es geht mit 40 in den Bahnhof hinein. Das müsste nämlich direkt das Einfahrsignal sein. Fahrt mit 40 und Fahrt mit 40 oder 60 erwarten. Ja, und zwischenspeichern sollten wir auch. So, das ist wieder ein Signal. Das müssen wir quittieren, ne? Oberer Lichtbalken. Ja. Da wollte ich jetzt nicht hin. Ja, ich glaube, mittlerweile ist das Signal wieder aus. Ja, gucken wir ganz kurz, aber es müsste schon den Signal-Halt-Rückfall eingeleitet haben. Hat es auch getan. Ach, dass die manchmal so ordentlich funktionieren. Wobei du eigentlich auch den Signal-Halt-Rückfall meistens erst nach ein paar Sekunden hast, wenn die ersten Triebfahrzeuge des Zugverbandes eben durch den Bereich durch sind. So, auch wenn Weiterfahrt oder Langsamfahrt zu erwarten ist, mit 40 oder 60, sollten wir mal gucken, ob wir hier anhalten müssen. Aber in Freiberg-Sachsen wird es wahrscheinlich durchgehen. Ja, komm, bleib mal bei 40. Lieber Zug. So, ich konzentriere mich jetzt erstmal ganz kurz hier im weichen Bereich wieder aufs Fahren. Wir können dann danach fleißig weitererzählen. Zu Ludmilla und zur Faszination Deutsche Reichsbahn gibt es so viel. Auch hier drüben, jetzt muss ich mal ganz kurz ablenken. Auch wenn ich mich eigentlich aufs Fahren konzentrieren wollte. Aber die Dostowagen, wow, die sehen so schön aus. Auch wenn das hier dieser ockerbraune Farbton ist, dieses Beige. Aber trotzdem, die Dostowagen sehen einfach wunderschön aus. Eigentlich egal in welcher Lackierung. Ich finde zwar die Grünen schöner, beziehungsweise die mittlerweile auch in Verkehrsrot oder zur Jahrtausendwende noch gerne in türkisfarbenen Weißanstrich unterwegs gewesenen Dosto-Wagen. Ich fand die ganz schön. Aber egal, Dostos sind immer so ein Hingucker, egal ob neu oder alt. Das macht immer Spaß. So, und weiter geht's mit 40 und dann mit Höchstgeschwindigkeit. Gut, dann können wir hier nochmal ein bisschen Leistung aufschalten. Wir sind nämlich hier in Freiberg in der Ebene unterwegs. Oder in der Ebene. Der Bahnhof ist schön angeglichen. Und hier vorne kommt, glaube ich, auch gleich nochmal eine Steigung. Da könnten wir ein bisschen Schwung gebrauchen. Ja, ein Gleissperrensignal. Da vielleicht auch nochmal ganz kurz der Hinweis, viele sagen gerne, ich auch, Gleissperrsignal, aber eigentlich ist es ein Gleissperrensignal, also da taucht eigentlich noch ein N in drin auf, in dem Wort, was viele gerne unterschlagen und zugegeben, ich mache das auch sehr gerne. Aber eigentlich heißt das Gleissperrensignal. So, halt für Rangierfahrten. Wir sind keine Rangierfahrt. Wir können weiter. Wir sind eine Zugfahrt. So, hier unten führt dann die Strecke weiter in Richtung, lass mich überlegen, ich glaube Tarant. Wenn ich jetzt nicht komplett auf den Kopf gefallen bin. Mal kurz aufs Horn drücken. Auch wenn da eine WÜ Bahnübergangsanlage steht. Und dann geht's weiter mit 60. Ich habe es gesehen und drücke wachsam. So, ein bisschen Leistung brauchen wir noch.
Und dann mal ganz kurz pausieren nochmal. So, Richtung. Na, wo ist denn unser Fahrzeug? Genau, hier rechts würde es dann. Ich glaube, nach Tarant gehen. Ja. So, PP, das steht nicht für Pipi-Pause, sondern für 200 Pfeifen. Einmal jetzt und dann nochmal unmittelbar bitte vor der Gefahrenstelle, die in dem Fall ja, der Bahnübergang darstellt. Weichensignal zeigt den Fahrweg geradeaus. Wunderbar. Im Zweifelsfall, wenn da irgendwas kommen sollte, gerne auch nochmal aufs Horn drücken. Aber die Stelle ist gut einsehbar. Da können wir ja, problemlos dran vorbeifahren. Leistung auf. Und dann sind 20 zu erwarten. Im. Ja, das ist eigentlich. Ja, gute Frage. War das bei der Deutschen Reichsbahn so, dass man damit das Gleis markiert hat, für das es gültig ist, oder für den abzweigenden Strang? Weil eigentlich zeigt dieser Pfeil auf. So, erstmal wachsam. Halt erwarten. Eigentlich zeigt dieser Pfeil auf das Gleis, zu welchem das Signal gehört. Ich glaube, hier ist es eher so gemeint, dass eben dieser Pfeil dahin zeigt, wo der abzweigende Strang hingeht. Ja, das war knapp. Ich glaube, ja, wir waren ja schon unter 35. Von daher konnte uns nichts passieren. So, noch einmal Halt erwarten. Weiterfahrt mit 40. Laut Signal. Wir werden jetzt nicht auf die vollen 40 beschleunigen. Wir bleiben so bei unseren 30. Das haut ganz gut hin. Und ich glaube, da kommen auch schon die roten Signalchen. Ja, das ist unseres. Ah, komm, 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 komm. Ich weiß. Es ist glatt. Und der Bremsweg ist schön kurz. Ja, typische Nebenbahn eben. Und das ist auch so ein Grund, wieso Nebenbahnen ja grundsätzlich nur mit Streckenkenntnis befahren werden. Die wir jetzt hier auf dem Streckenabschnitt, naja, mehr oder minder haben. Ich glaube, einmal sind wir hier schon abgefahren. Wobei, nein, zweimal. Einmal gab es nämlich hier eine Kollision, das weiß ich noch. So, ich möchte auch hier bitte so nah wie möglich an das Signal ran. Das trotzdem aber natürlich mit größtmöglichster Vorsicht. Hintergrund ist der, ja, dass ich eben das hier verhindern wollte, dass unser Zug den gesamten Weichenbereich zuparkt. Weil unser Zug wahrscheinlich auch mit dieser Zuglänge gar nicht hier reingehört. Der hat eigentlich nicht so einen Fahrweg einzuschlagen. Aber das ist eigentlich Sache der Fahrplanerstellung bzw. der. Ja. Der Leitung unseres Zuges. Okay, das passt soweit. Dann müssen wir nur im Stellwerk anrufen, ob die uns wahrscheinlich gleich als Rangierfahrt ins Heizkraftwerk reinlassen. Und das machen wir auch. Wir greifen einmal zum Telefon. Düdelüdelüdü. Genehmigung zum Erfahren des haltzeigenden Signals erteilt. Danke dir, Kollege. So, kurz gucken, steht noch auf Halt. Ja, gut. Sowas wie ein ZS1 haben wir ja auch nicht dran. Oder RH12. Gibt es hier nicht an der Stelle. Und dann mit bereits gedrückter Befehlstaste geht's dann bitte am Signal vorbei. So, wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir mittlerweile als Rangierfahrt unterwegs sind. Wir hätten dann nach, ich glaube, aktuell oder nach aktuellen Regeln, jetzt nicht nach DR-Regeln, da weiß ich gar nicht, wie das genau gehandhabt wurde. Nach aktuellen Regeln könnten wir jetzt eigentlich die PZB in den Störmodus bringen, weil wir ja als Rangierfahrt unterwegs sind. Ja, hier werden wir es jetzt einfach so lösen, dass wir eben überall den Befehlstaster drücken. Ich möchte die PZB jetzt ungern ausschalten.
Dann müssen wir uns wieder durch das Programm durchwursteln, bis wir in Zugart M angekommen sind. Und naja. In Realität stellst du eigentlich das Ganze hier am Eingabesystem, am PZ80 Steuergerät ein. Dann funktioniert das eigentlich auch problemlos. Weil dann sind da eben auch deine Zugdaten hinterlegt. Scheinbar geht es doch nicht als Rangierfahrt weiter. Es bleibt eine Zugfahrt. Dann war das einfach nur ein Befehl, den er uns gegeben hat. Weiterfahrt mit 40 und am Weg geht es vorbei, weil wir ja, wie gesagt, keine Rangierfahrt sind. Jetzt muss ich mich aber mal ganz kurz in den Ebola reingucken. Weil in unserem Fall ist es wirklich ein Ebola hier unten. Oder besser gesagt, eigentlich ein Head-Up-Display. Weil wir haben da wieder die richtigen Daten drin, wie man sie aus dem Ebola-Fahrplan kennt. Noch eine so schön aufgegliederte Übersicht. Hier wird es einem halt ganz genau angezeigt, wo kommt welche Langsamfahrstelle, wo kommt welches Signal. Das ist schon fast ein bisschen zu einfach manchmal, wenn man da reinguckt. Deswegen fahre ich halt sehr, sehr gerne hier im Simulator ohne Fahrplan oder ohne eigentlich die Daten da unten. Aber ich finde immer, das ist so ein bisschen Schummeln, wenn man da die ganze Zeit reinguckt und sieht, da kommt das und das, da kommt die und die langsame Fahrstelle, dort muss ich auch noch hupen und das ist dann, da kann ich mir auch die Streckenbeobachtung dann irgendwann sparen. Also natürlich nicht gänzlich, weil hier können immer irgendwo Personen sein, oder Autos, die man aufgabeln könnte. Das möchte man natürlich auch im Simulator nicht. Aber dennoch, es nimmt einem halt sehr, sehr, sehr viel Spielspaß an der Stelle weg, wie ich finde. So, dann geht's runter auf 20. Und das wahrscheinlich auch relativ rasch. Deswegen bremse ich hier schon rein. Mit einem 1000er abgesichert ist es auf jeden Fall. Und Doppel-P. Machen es mal so, dass wir mit 25 weiterrollen. Oder 26. Oh! Knappe Sache. Ja, das ist eben auch sowas. Das darf eigentlich nicht auftreten, dass so ein Gleissperrensignal dann bei einer Zugfahrt noch in Haltstellung ist. So, hier nochmal langsam dran vorbei. Und wie gesagt, ab hier gelten dann die 20. Da war gerade nochmal dieses kleine viereckige Täfelchen. So, schön langsam ins Werk rein. Das müsste dann auch hier die Werksgrenze sein. Mit der Umzäunung. Das ist oftmals so bei Gleisanschlüssen, dass dann eben da, wo der Zaun beginnt, meistens dann das Firmengelände anfängt oder die sogenannte Wüst, also das ist dann so ein kleines Schildchen, was aufgestellt ist, wo dann mehr oder weniger professionell Wüst draufsteht. Das steht nicht dafür, dass es jetzt in einen wüsten Gleisbereich reingeht, wo alles verwuchert ist und konfus durcheinander geht. Nein, Wüst steht für Wagenübergabestelle und das ist der Punkt, an dem eben der Anschluss ans Streckennetz in den meisten Fällen eben geschieht. Wo eben die Wagen zum Beispiel aus dem Werk an eine Lokomotive übergeben werden oder an einen anderen Dienstleister. So, was haben wir denn hinten für Wagen dran? Müssen wir die über den Bunker entladen? Ich muss selbst ein bisschen gucken. So, der erste Wagen ist auf dem Bunker drauf. Halbe Länge noch. Viertellänge. Und dann bleiben wir jetzt mal stehen gleich. So. Ludmilla steht. Fahrenschalter geht auf aus.
damit die uns hier nicht wegzischt. Lokbremse anlegen. So, Motor ist aus, oder beziehungsweise Fahrstufenschalter ist auf 0. Dann gehen wir einmal durchs Türchen. Wir gehen mal links raus, da ist nämlich kein Gleis. Zur Unfallverhütung. Nach Möglichkeit immer auf der Seite aussteigen, wo eben kein Gleis ist. Damit man den meisten Fehlern eben oder den meisten Gefahren aus dem Weg geht. So, wir stehen jetzt zwar nicht ganz auf dem Entladebunker drauf, da müssten wir eigentlich noch mal ein Stückchen zurückdrücken. Mit einem Rangierbegleiter dann hinten drauf. Aber das passt jetzt hier so. Wir sollten sogar noch ein ganzes Stückchen nach vorne ziehen. Weil sonst, wahrscheinlich die Gleisfreimeldeanlage, die hier nur im Simulator an diesem Gleisanschluss existiert, auch den Zug wirklich als vollständig im Gleis meldet. Gut, dann wieder den Fahrerinnenschalter auf ein, Lokbremse lösen. Und damit wir jetzt hier mit dem Geblinkere da oben wirklich keine Probleme bekommen, mit der PZB, machen wir sie wirklich aus. Ja, und da kommt's schon. Der Tausender bleibt an, obwohl die PZB aus ist. Na, mal gucken, wann wir eine gewischt bekommen von der PZB. Das bleibt interessant. So, schön langsam die Fahrstufen hochdrehen. Das ist halt auch hier auf der Ludmilla im Führerstand. Klar, da hast du im Simulator einfach einen Fahrschalter, der so ein paar Rastungsstellungen hat. Aber in echt ist es wirklich mit einem ziemlichen Ruck eigentlich verbunden oder mit einem ganz schönen Kraftaufwand, bis man den Fahrschalter hier wirklich auch in die Fahrschalterstellungen hineinkriegt, in die Rastungen. Aber das sieht hier wesentlich angenehmer aus, als es eigentlich dann in der Realität auch ist. Also wer da schon mal so einen Fahrschalter in der Hand hatte und auch gemerkt hat, wie man da teilweise dran, reißen muss, das ist kein Vergleich mit der Simulation hier, wo du eine Maus ganz, ganz locker und leicht über den Tisch schiebst. Genauso übrigens auch beim Führerbremsventil. Da gibt es sogar so einen kleinen Gag, so einen kleinen Spaß. Bei der Reißbahn gab es dann so einen Adapter für besonders leichte Kollegen, schwächliche Kollegen jetzt so salopp. Da gab es dann so eine Verlängerung, dass eben die Hebelwirkung besser greift am Führerbremsventil. Und dass sie den dann ordentlich auch bedienen konnten und sich nicht selbst vom Sessel darunter heben. Sehr gut, setzen Sie nun vor auf Gleis 2a. Von dort aus geht es zurück zum Bahnhof Freiberg in Sachsen, wo der nächste Auftrag auf Sie wartet. Alles klar. Dann in die Lokomotive wieder einsteigen, die Türen hinter uns ordentlich zuschmeißen. Das muss man nämlich bei der Ludmilla wirklich machen, wenn man da versucht, die sorgsam und langsam zuzumachen. Dann wird es in den meisten Fällen kläglich scheitern. Also die muss man wirklich mit einem ordentlichen Klatsch zuschmeißen, damit das funktioniert. So, der Zug ist gesichert und wird auch dann gleich weiter bewegt. Wahrscheinlich von der Rangierlokomotive, die dann hier die Wagen über den Entladebunker fährt. Deswegen lege ich jetzt auch keine Handbremsen an. Würde der Zug längere Zeit stehen, wird man die Handbremsen natürlich anlegen. So, die Weiche ist richtig gestellt, laut Weichensignal. Und ganz vorsichtig hier vorne am Prillbock. Vorsichtig! Vorsichtig! Ui! Ja, da haben wir wieder 5 cm mehr Platz in dem Abstellgleis. Aber cool, dass es hier eine Blockierung gibt. Ah, das ist cool, weil das gibt es meistens im Simulator nicht. Da fahren die Lokomotiven dann einfach da durch. Ich sag vor allem noch vorsichtig beim Prellbock und Rums macht's. gehört auch dazu. So, die Weiche hat sich automatisch gestellt, auch wenn das in echt wahrscheinlich eine ist mit, Wurfhebelgewicht, den man dann eben, vor Ort umstellen muss. Aber cool, jetzt haben wir zum ersten Mal, glaube ich, im Simulator einen Prellbock mitgenommen. Und na gut, er ist sogar ans Gleis direkt angeschraubt. Von daher alles gut. In der Hoffnung, dass sich hier die Laschen nicht lösen, dass die Schienenverschraubung nicht kaputt geht. Weil das hat jetzt ordentlich gerumst. Wer möchte, kann ja nochmal ganz kurz gucken, mit welcher Geschwindigkeit wir jetzt dagegen geprallt sind. Und das Ganze einfach mal hier 10-15 Sekunden zurückspulen. Da sieht man das bestimmt genau. So, die Lokbremse habe ich jetzt bewusst im Simulator gelöst. Normalerweise gehst du durch den Maschinenraum nur dann durch, wenn die Lokbremse natürlich angezogen ist.
Nicht, dass dir die Kiste hier wegrollert. Dann Fahrtrichtung seiner wieder nach vorne. Der Fahrschalter ist auf 1, okay. Zack, zack, zack. PZB, wir sind eh gleich wieder als Zugfahrt unterwegs, ne? Ja, komm, wir machen sie gleich an. Dann tut sie sich scheinbar auch nochmal rekonfigurieren. Ach, und sehr schön. Sie verbleibt tatsächlich im PZB-Modus M. Das ist gut gelöst. Okay, dann noch das Licht einschalten. Die drei weißen Spitzenlichter hätte ich auch ganz gerne. Ja, sind auch dran. Hinten zwei rote. Ja, wir fahren jetzt als Zugfahrt wieder raus. Und dann, ne? Gib ihr. Also als Zugfahrt geht es eigentlich auch nur dann raus, wenn es die Fahrdienstleitung dir mitgeteilt hat. Beziehungsweise eben du dann unter einer richtigen Zugnummer deine Fahrt antrittst und eben keine Rangierfahrt durchführst. Weil die Rangierfahrt ist eben in der Regel auf den Bahnhof begrenzt und führt nicht über die freie, über die offene Strecke. So, wir dürfen hier sogar langsamer als Rangiergeschwindigkeit nur fahren. Nämlich maximal 20. So wie es gerade eben an der kleinen Signaltafel stand. So, wir dürfen weiterfahren. Und dann zweimal pfeifen. So, Signal steht auch schon auf SH1. Und auch hier, die Weichen schalten sich von alleine. Zweites Mal gepfiffen noch. Davon kommt dann nochmal die Langsamfahrtankündigung. So, mit 40. Oh, diese dichte Nebelschleier. Da muss man wirklich genau hingucken. Nicht, dass man ein weißes Auto übersieht. Oder ein silbernes. Und das ist auch noch ein Vorteil. Bei der Ludmilla hängt der Fahrzeugmagnet. Die Fahrzeugspule hängt eigentlich. Genau, man sieht sie hier. Ganz vorne, rechts. Vor dem Drehgestell noch. Also da kann man relativ schnell oder überfährt man relativ schnell auch den Tausender und muss in den meisten Fällen, nicht immer, aber eigentlich auch nur einmal drücken bei der PZB. Weil das Doppeldrücken macht man meistens deswegen, falls eben der Fahrzeugmagnet die Gleiskoppelspule noch nicht passiert hat, dass man dann eben nicht im Nachhinein, obwohl man es eigentlich quittieren wollte oder quittiert hat, trotzdem noch einen Zwangs erhält. Links ist frei, rechts, naja. Ja, Autofahrer werden es schon sehen. Eine Einstellung, die man nur im Simulator an den Tag legen sollte. Weil da nichts passiert. So, mit 40 geht's weiter. Ein Wiederholer kommt da auch nochmal. Das Horn macht einfach so viel Spaß bei der Ludmilla. Das ist einfach einzigartig. Deswegen drücke ich das auch so gerne und so oft. Und nochmal wachsam. Da kommt der 500er bestimmt. Genau. Und dahinter das Hauptsignal. Aber wie gesagt, der wird nie an sein in der Signalkonfiguration, wenn da Langsamfahrt angezeigt wird mit einer 40 erwarten. Und hier wieder Langsamfahrt erwarten. Aber trotzdem ist es halt ein schöner Indikator dafür, du hier ein bisschen aufpassen, da kommt wahrscheinlich gleich ein Hauptsignal. So, jetzt auch mal gut mit dem ganzen Gepfeife. Nicht, dass wir hier noch Ohrenschäden bekommen. So, rechts und links alles frei, wunderbar. Dann wird er mit 40 weiter. Dieses schnelle Runterschalten machst du eigentlich in echt nicht so. Beziehungsweise dieses Hoch und Runter. Das mögen die Lokomotiven gar nicht. Also und hier auch auf so einer Nebenbahn müssen wir ein bisschen aufpassen. Da
Da kann es eben auch mal sein, dass plötzlich trotzdem ein HP-0 dasteht. Ich kenne da auch so eine Stelle auf einer echten Nebenbahn. Ja, da leuchtet es erst. Beziehungsweise da ist der erst eine Vorsignaltafel, ein NE2. Eine einzelne ohne Signal. Also ohne ein Lichtsignal, etc. Ja, wieso suche ich jetzt wachsam? Genau, dann kommt ein HL-Hauptsignal. Das zeigt dir dann, ja, kann dir eigentlich irgendwas anzeigen, also ob Fahrt oder ob Halt, ist ja alles möglich mit der NE2-Vorsignaltafel davor. Und selbst wenn es die Fahrt anzeigt, gibt es die Möglichkeit, dass danach, ohne dass separat nochmal ein Vorsignal kommt oder eine Vorsignaltafel, dass da eben plötzlich HP0 leuchtet. Und das Ganze als Formsignal, was dann eben auch gerade bei Nacht nicht unbedingt wirklich immer gut zu sehen ist. Wo eben wirklich Achtsamkeit gefragt ist. Und das sind dann die Punkte, die es auch erklären, wieso eben Streckenkenntnis auf Nebenbahnen vorausgesetzt ist. Zumindest in ja, der Realität. Hier wird das nichts im Simulator mit Streckenkenntnis, weil es muss immer jemanden geben, der die erste Fahrt macht. Und es ist schwierig, sich hier auf den Beifahrersitz zu setzen. Das klappt im Simulator allgemein oder in der Regel nicht. So, Pi. Und nochmal P. Und wachsam. Und halt erwarten. Und nochmal gelb. Wahrscheinlich vorsichtiger Wiederholer. Zack. Genau. Und der 500 liegt dort. An dieser Stelle ist es wirklich wieder eine willkommene Begrüßung. Ah, nee, ist doch kein 500er. Oder er funktioniert nicht. Kann auch sein. Es gibt auch Gleiskoppelspulen, die nicht funktionieren. Mit Ausfällen ist zu rechnen. Aha, bingo. Oh, ich dachte jetzt, da kommt ein EZMG-Signal. Aber das hat getäuscht im ersten Moment. Also, das wäre eine andere Signalbauform. Würde trotzdem unter die HL-Signalbegriffe fallen. Aber das wäre cool, weil die gibt's im. Ja, die gibt's im Train-Simulator noch gar nicht. Oder. Korrektur, ich habe sie noch nie im Train-Simulator gesehen. Auf noch keiner Strecke. Das ist wirklich noch was, das fehlt im Simulator hier. Und das wäre echt schön, wenn das noch den Weg mit reinfinden würde. Das sind quasi ja, Signale, auch nach HL-Signalbegriffen. Nur haben eben die Signale so einen runden Signalschirm und in der Regel dann eben oben ja, bei Hauptsignalen 2 oder 3 Lämpchen, unten drunter nochmal 2 separate und gegebenenfalls ja fürs RA12 nochmal so einen weißen Zusatzanzeiger. Aber ja, das würde jetzt nicht viel erklären, wenn ich das jetzt einfach so dahin sage. Da gibt es ein wirklich wunderschönes Video von, lass mich überlegen, von Gustav Richard, dem ja, Kanalnachbarn, sage ich mal. Der hat das wunderschön erläutert, auch mit den Signalbegriffen. Da lohnt sich auf jeden Fall mal ein kleiner Exkurs. Dazu aber mehr am Ende. So, wir haben noch Rot. Dann würde ich mal sagen, rufen wir gleich bei der Fahrdienstleitung wieder an. Weil im Simulator ist es hier immer so eine Sache. Hat er uns vergessen? Hat er uns nicht vergessen? Wir haben ja nicht wirklich Informationen darüber, was hier gerade Sache ist. Und da wir 1 Kilometer vor Freiberg stehen, na komm, wir gucken mal. Wir lunzen mal in der Übersichtsansicht. So, am Hauptsignal stehen wir gerade. Der Fahrweg ist auch schon gelegt. Bis zu unserem Zug hin. Ja, der wird uns wahrscheinlich als Rangierfahrt einlassen müssen. Und da das der Simulator selbst in ein besetztes Gleis sicherlich nicht kann, müssen wir anrufen. Ja, weiter geht's mit RA12, also Rangierfahrt. Das wäre jetzt wieder so ein Punkt, wo man sagen könnte, ja, PZB-Störbetrieb rein, aber... Da drückst du normalerweise hier das kleine rote Knöpfchen. Oh, wir rollen schon los. Und dann wäre das möglich. Ich habe wieder den fahrenden einen Ausschalter vergessen. Aber na gut, hat keiner mitbekommen. Und wer das gerade gehört hat, der wird für die letzten 5 Sekunden kurz geblitzdingst. Ganz wie man das aus Men in Black kennt. So, VMAX 25 wieder.
auch sagen, die Ludi, die Bremse über das Führerbremsventil hier im Simulator, sehr gewöhnungsbedürftig. Also wenn da in echt 2,5 bar im Bremszylinder drin sind, ja, dann Respekt, dann steht die Lokomotive eigentlich schon fast. Da lässt sich das auch irgendwie viel besser dosieren, weil man spürt halt einfach diese Rastung nochmal an der Hand. Das ist eben hier alles nicht so wirklich gegeben. Aber für den Simulator, und das muss ich nochmal sagen, ist das ein wirklich sehr, sehr gutes Modell. Es macht Spaß, die Lokomotive zu fahren. Ludmilla ist immer ein Erlebnis. Und ja, die Russenpower, das macht immer wieder Spaß. Echt. Gerade hier in dem Reichsbahncharm. Im deutschen Reichsbahncharm. Ach ne, das sollte auch logisch sein. Wenn ich von der deutschen Reichsbahn rede, dann rede ich von der Reichsbahn nach 45. Und damit nicht von der Deutschen Reichsbahngesellschaft. Das ist eine andere Geschichte. Ah, komm, lösen, 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 lösen. Das sei an der Stelle nochmal ausdrücklich erwähnt. Ja, ich weiß. So bedient man eigentlich keine Ludmilla, aber für den Simulator, komm. Da können wir es uns kurz erlauben. Ab jetzt bitte wieder ordentlich. Zack. Zack. So, Freiberg. Stellwerk B, nee, B3. Wahrscheinlich das Wärterstellwerk. Und ja, da uns eben nicht als Zugfahrt in ein besetztes Gleis einlassen kann, haben wir gerade RA12 gekriegt. Als Rangierfahrt geht es an den Zug ran. Der wird angekurbelt und von Freiberg aus geht es dann sogar in derselben Fahrtrichtung, wie wir gerade eben mit dem anderen Kohlezug reingekommen sind, in Richtung, was müsste dann, war das nicht überlegen? Dann müsste es diesmal Dresden, oder? Jetzt bin ich selber verunsichert. Ist es jetzt Richtung Dresden oder? Ja doch, Richtung Dresden-Tarant. Ah, komm, bremsen, 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 bremsen! Wirklich, das ist die einzige Sache. Mit der Lokbremse, das kann man im Simulator hier echt vergessen. Die hat so wenig Leistung, da muss man besonders vorsichtig fahren. Auch dass sie in der Neutralstellung schon Geräusche von sich gibt. Ist auch ein bisschen ungewöhnlich. So, kurz aufdrücken. So, reicht. Fahrtrichtung Sender geht bitte in Neutralposition. Zack. Lokbremse ziehen wir an auf 2 bar ungefähr. Das reicht. Und dann würde ich sagen, machen wir uns nochmal runter. Rin in den Seitengang oder in den Rückgang hier. Einmal runtergeklettert. Vorher natürlich geprüft, dass im Gleis nebenan nichts gerollt kommt. So, Zugschlusstafeln schnappen, entfernen. Die kommen nur an den Zugschluss dran. Zack, rausgenommen. Dann erstes harte, dann das weiche. Die Kupplung einhängen, den Kupplungsbügel und dann normalerweise noch die Luftdruckschläuche verbinden. Sobald sie grünes Licht haben, geht es ohne weitere Zwischenstopps nach Tarant. Von dort aus wird ein Kollege übernehmen. Alles klar. Dann geht es jetzt für uns die Taranta-Steigung runter. Und damit sollten wir ganz schön ordentlich rollen. So, nochmal unter den Puffern durchwinden. Raus. Normalerweise würden wir jetzt noch eine Bremsprobe durchführen. Können wir hier im Simulator nicht so wirklich machen. Das ist dann so, naja, auf gut Glück. Entweder bremst er halt oder er bremst nicht. Wir können ganz kurz eine Betriebsbremsung machen. Und die mal, oder beziehungsweise noch eine Rollprobe machen und gucken, ob die Bremsen überhaupt wirken. Mit dem neuen Zugverband hinten dran sollten wir sowieso eine kleine Rollprobe machen, ne? So, Führerstand ist gewechselt. Fahrtrichtungssender geht nach vorne. Die PZB knipse ich mal ganz kurz an und aus, um mir jetzt irgendwelche Probleme zu vermeiden.
So, sollte sich problemlos eingefunden haben. Dann Lokbremse lösen, Führerstandslicht wieder an, bitte. Pultlicht haben wir hier oben nochmal. Möchte ich gerne auch noch einschalten, jetzt bei der weiteren Fahrt. Dann die Ausfahrt steht mit, ja, erstmal 40 und dann mit Höchstgeschwindigkeit. Ja, würde ich mal sagen, Fahrschalter auf ein. Dann können wir los. Rollprobe machen. Na, noch eine Fahrstufe hochkommen. So mindestens 2-3 Kilometer pro Stunde möchte ich gerne haben. Bis der Zug auch vollständig gestreckt ist. Leistung auf 0. Kopf zum Fenster raus. Hören, ob irgendwas schleift oder ob irgendwelche komischen Geräusche kommen. Für Eisenbahnen untypische Geräusche, Bremsgeräusche etc. Der Zug wird auch nicht wesentlich langsamer. Also können wir davon ausgehen, dass unser Zug die Fahrt aufbrechen kann. Kurz testen, ob die Bremse funktioniert. So, mit der kleinen Betriebsbremsung wissen wir das jetzt auch. Wir beamen uns auch noch mal ganz kurz an das Ende unseres Zuges, gucken, ob das ZG2 steckt. Unsere Zugschlusstafeln, genau, rechts und links sind sie dran. Und damit können wir los. Der Kollege hier drüben nochmal, mit dem schönen Dosto. Ich möchte mir einfach ganz kurz angucken. Es gehört einfach so ein bisschen dazu. Das ist eben Eisenbahnnostalgie, Eisenbahncharme pur. Freiberg, Sachsen. Toller Bahnhof, wirklich. Auch in der Realität, der müsste mittlerweile schon modernisiert sein. Ich habe gar nicht drauf geachtet, als ich durchgefahren bin. Naja. Auf jeden Fall, die Tarante-Rampe sah sowieso in einem, oder hat sich in einem sehr guten Zustand gezeigt an diesem Tag. Auch wenn das Wetter nicht so wirklich mitgespielt hat und wirklich der Starkregen da einige Teile der Strecke, ja, durchschwemmt hatte. Das war schon ganz ordentlich. Und auch der Zug, der hinten dran hängt, der ist ganz schön schwer. Meine Güte. Ja, ob da die mittlere Zugart noch gilt. Hm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jetzt habe ich mich verzählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Wagen. Ja, eigentlich nicht so viel von der Länge. Aber trotzdem voll beladen wahrscheinlich. So, wir müssen auch dran denken, dass wir das Bremsvermögen des Zuges nicht wirklich einschätzen können. Das ist auch in echt immer ein bisschen schwierig. Auch wenn du an den Bremshundertstellen schon so ein bisschen merkst, okay, der Zug sollte das und das im Bremsvermögen mitbringen. Das unterscheidet sich ja auch in der Realität so ein bisschen dann trotzdem noch. Also ein Zug ist immer mal ein paar Tönnchen schwerer, ein paar Tönnchen leichter. Gerade zum Beispiel auch bei Holz, wenn sich das noch vollsaugt mit Wasser und so weiter, über Starkregen hinweg und so weiter. Das nimmt dann nochmal einiges an Gewicht zu. Beziehungsweise der Reibwert zwischen Rad und Schiene verändert sich ja auch ständig. Und ja, sowieso. Die Zahlen sind das eine, aber das eigentliche Bremsvermögen am Ende, das ist nochmal das andere. So, wir sind schon ein bisschen schneller. Der Weichenbereich ist noch nicht ganz verlassen, ne? Dynamische Bremse ist eingeschaltet, okay. Genau, die Hauptstrecke, die müsste jetzt in Fahrtrichtung hier links entlang verlaufen. Hier lang. Und damit fahren wir jetzt auch in Richtung Tarant. Weil ich bin vor ein paar Tagen die Tarante-Rampe im Steigungsabschnitt gefahren. Also von uns jetzt aus in der Gegenrichtung. Also ich kam hier drüben in dem Gleis und bin hier lang. War wirklich eine sehr, sehr schöne Fahrt, trotz des schlechten Wetters. So, wir wollen aber gar nicht so viel von der Fahrt davor schwärmen, sondern uns auf unsere Fahrt konzentrieren. Und da sollten wir mittlerweile mal die Leistung hochschalten. Zack, zack, zack. Ach, mittlerweile hat sich die Lok auch ganz gut abgekühlt, sehe ich gerade.
bei 75 Grad. Das ist toll für die Lok. Und ja, jetzt wird sie wirklich ein bisschen schwitzen mit dem Zug hinten dran. Hier kommt nochmal so ein bisschen Steigung. Und da muss er auch ordentlich arbeiten. Da vorne blinkt schon was gelb. Langsamfahrt mit 40 oder 60 erwarten. Und 60. Wir beschleunigen ungefähr auf 70. Wir bleiben so bei 69, wenn es geht. Nehmen dann die Leistung raus und lassen den Zug ausrollen. Warten. Weg von den 70. Oh. Gar nicht gut. So, man würde dann denken, es kann auf 40 vorsignalisiert oder am Hauptsignal signalisiert werden. Deswegen, und weil der Zug wirklich, er ist wirklich sauschwer, merke ich gerade. Deswegen nehmen wir hier bitte schon mal die 40 an. Und im Bedarfsfall beschleunigen wir dann nochmal. So, jetzt sind wir auch wieder im Gefälleabschnitt drin. Wir haben einen gelben Lichtbalken. Und wenn wir einen gelben Lichtbalken haben, dürfen wir an dem aktuellen Hauptsignal, egal was die anderen Lämpchen sagen, mit 60 dran vorbei. Dann Leistung aufschalten und ab die Post. Hier geht's weiter. Wunderbare Trassierung über den großen Viadukt. Das ist immer ein herrliches Bild, echt. Genau, weiter geht's mit 60 und wir können uns hier, naja, eigentlich nicht befreien. Technisch möglich ist es. Und wie gesagt, keine Wachsamkeitstaste. Wir haben freie Fahrt danach zu erwarten. Und so tritt es auch ein. Bahnhof von Muldenhütten. Oder nur Haltepunkt, je nachdem. Aber wir bleiben bei dem Begriff, bei den Fahrten hier im Simulator. Bahnhof bezeichnet hier Haltepunkte wie Bahnhöfe gleichermaßen. Damit wir hier nicht noch mehr Verwirrung stiften. Im Eisenbahnbetrieb gibt es eben einen Unterschied zwischen Haltepunkt und Bahnhof, aber ist eine andere Geschichte. So, die 60 bitte. Wieder in die Steigung rein. Huch. F3 wollte ich, nicht F2. Na gut, letzter Stop, Tarant. Und damit wären wir dann eigentlich auch schon, ja, vor den Stadttoren Dresdens. 80 vorangekündigt. Das ist eine gute Frage. Eigentlich können wir dann ab hier mit 80 fahren, ne? Ja, genau. Da brauchen wir ja nicht, oder da können wir ja vergebens auf einen, sag schon, auf die viereckige LF7 annähernde, oder annähernd wie LF7 aussehende Tafel verzichten. Das war bei der deutschen Reichsbahn so rum, dass man ja direkt ab diesem Signal dann eben die aufgeschriebene Streckengeschwindigkeit ausfahren durfte. Motortemperatur schon mal 90 Grad. Und jetzt... Oh! Normalerweise Schnellbremsung, ne? Können wir uns hier im Simulator jetzt gar nicht leisten. Deswegen habe ich auch nicht durchgezogen. Und da siehst du es jetzt schon. Die Tarant-Rampe, oder das Gegenstück, macht uns hier ordentlich zu schaffen. So rum scheint es sogar heftiger zu sein. Also steiler
Deutsch. Heftiger. So, 100 Grad. Kühlwassertemperatur. Ha, 105 gleich. Ja, wie gesagt, bei den Temperaturen. Ich tippe mal, dass das hier Außentemperaturen von minus 10 Grad mindestens sind. Wirklich, die Lokomotive wird da eigentlich nicht zu heiß. Nehmen wir die Leistung runter. Fahrstufe 9. Okay, wir können es ganz runternehmen auf 0. Ich bremse jetzt hier auch nicht noch rein, weil A möchte ich nicht, dass die Lokomotive jetzt Bremsleistung aufwendet und B möchte ich auch nicht, dass es dann durch die Bremsenergie, dass es dadurch hinten nochmal wärmer wird. Weil ich weiß gar nicht, ob die Lokomotive hier dann einen Leistungsabfall bekommt. Ob die dann irgendwo sagt, nö, ich kann nicht mehr. So ein paar Virtual Railroads Lokomotive haben das ja nämlich. Die 103 zum Beispiel bei Übertemperatur. Auch für die Achslager oder die Einheitsloks. Die sagen da alle im Simulator, nö, 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 ich bin zu warm. Ich kann nicht mehr. Ich glaube, die Ludmilla kann das noch nicht oder konnte das zum damaligen Entwicklungsstand nicht. Und würde es wahrscheinlich auch im Simulator nicht mehr können. Oder nie. Grün und 100 ab hier. Alles klar. Wieso drücke ich den Wachsam? Brauchen wir doch gar nicht. Und sowieso, wir bleiben bei unseren 80. Den Zug, also der fährt in echt, denke ich mal, in der unteren Zugart. Sicherlich auch Bremsstellung G dann. Aber mit 100 möchte ich mit dem Zug echt nicht übers Gleis brettern. Das ist mir zu heikel. Weil ich glaube, damit können wir den Bremsweg überhaupt nicht einhalten. Also den Regelbremsweg, würde ich sogar zu 50% schätzen, dass das in die Hose gehen würde. Sowieso, ich bin ja erstmal dann gespannt, wenn wir die erste Betriebsbremsung durchführen müssen, wenn wir eben meinetwegen auf HP0 zufahren. Ob das Ganze in einer Schnellbremsung oder einer Notbremsung endet. Mal gucken. Die Taranta Rampe runter. Das wird interessant. Und gerade auch was das Bremsen angeht, da steht sogar im Fahrplan, wenn du über die Taranta Rampe fährst, extra noch eine Betriebsbremsung drin, die man oben auf dem Berg oder vor dem Scheitelpunkt, vor der Bergkuppe ausführen soll, damit man eben auch weiß, funktionieren die Bremsen. Nicht, dass du dann drüben auf der Rampe bist und du plötzlich merkst, hui, wir rollen ja, aber wir können nicht bremsen. Das wäre nicht vorteilhaft. Das lässt sich auf der Bergkuppe oben noch korrigieren. Da kannst du noch die Lokbremse sicherlich zumindest anlegen oder Federspeicherbremse, Handbremse anlegen und irgendwie zum Stehen kommen. Aber ja, wenn du dann ungebremst so eine Rampe runterrollst, ja, dann wünsche ich alles Gute. Das ist dann nicht so schön. Mit dem Personenzug, da lässt sich noch leichter bremsen. Die sind in der Regel nicht so schwer wie vollbeladene Güterzüge. Kommt natürlich darauf an, wie viel ich gegessen habe und ob ich hinten drin sitze. Wenn ja, dann ist der Zug auch noch eine Tonne schwerer. Aber ansonsten, nein, sollte der es ganz, ganz gut packen, was die Bremskraft angeht. Allgemein, jeder Zug muss halt in dem Vorsignalabstand zum Hauptsignal zum Stehen kommen können. Nach Fahrplan. So zumindest der Gedanke. Dass das manchmal wirklich auch noch gefühlt bis auf den Meter ausgereizt ist, das kann so sein, aber sollte nicht.
dass sich die Lokomotive jetzt auch hier in den ersten Fahrstufen so ein bisschen abkühlt. Das ist tatsächlich so. Ich würde so sagen, bis Fahrstufe 5 ist wirklich von einem Abkühlen zu sprechen. Und 80. Ja. PZB, Modus M, lässt uns damit auf 70 runter. Wir haben nämlich in der Geschwindigkeitskurve, die wir einzuhalten haben. Komm, 70, sei brav. Danke. Und halt erwarten. Wir sind wachsam. Das funktioniert doch ganz gut. Na, mit 3 Bahnen Bremszylinder. Bremst doch besser als gedacht. Nicht gut, aber besser als gedacht. So, die 35 haben wir unterschritten. Und ja, die Prüfgeschwindigkeiten sind dann halt immer zugabhängig. Das kommt ganz drauf an. Was ich ja echt schwören kann, dass wir heute auch mit den Sandbehältern während der Fahrt definitiv hätten auffüllen müssen. Aber wirklich gar keinen Radstoff bisher. Kein Gleiten beim Bremsen. Und auch kein Schleudern beim Anfahren. Sehr, sehr, sehr gut. Ich meine, gut, die Ludmilla bringt natürlich auch einiges an Gewicht auf die Waage. Es dürfte da ein bisschen schwieriger sein, die ins Schleudern zu bekommen. Weswegen sie wahrscheinlich auch gar keine Schleuderanzeige hat. Ja, komm, komm, wieso kriege ich das Führerbremsventil nicht? Jetzt. Es ließ sich gerade nicht greifen. Den Überblick halten wir bitte frei. Zack. Lokbremse auf eine 6 Bar anziehen. So. Zugbremse auslösen. Und Fahrenschalter auf aus. Ja, einen Moment Geduld und beim Anfahren wieder dran denken. Höchstgeschwindigkeit 25. Erst wenn der 500er ausgeht, dann erlischt auch die Überwachungsgeschwindigkeit. Ja, können wir diesen kleinen Zwischenhalt als Fotostop noch nutzen. Und uns mal mit der Videokamera hier daneben stellen. 132.050-6. Tolles Maschinchen. Ja, am Anfang schon gesagt, altbelüftete Lokomotive. Ein Lüfter läuft sogar oben noch. Und hier strömen die Dieselabgase raus. Die sind für eine Ludmilla jetzt eigentlich ziemlich hell. In Natura eigentlich eher gräulich bis tiefschwarz manchmal. Kommt eben darauf an, wie gut die optimiert sind. Und jetzt ist auch mittlerweile der letzte Lüfter hinten ausgegangen. Das Signal steht immer noch auf Rot. HP0. Was ja übrigens auch mal verändert wurde. Das müsste ursprünglich mal der Signalbegriff HL0 sein oder HL0 gewesen sein. Und mit der Bahnreform oder mit der Zusammenführung hat man das dann, glaube ich, auf HP0 auch abgeändert. Mittlerweile ist es auf jeden Fall HP0, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Signalbegriff 1993-94, ob der da umbenannt wurde. Als dann quasi, wobei da wurden ja nur die Bahngesellschaften zusammengelegt und umfirmiert. Das kann tatsächlich schon eher gewesen sein, würde auch eher Sinn machen, weil davor ja schon der Betrieb zwischen Ost und West möglich war. Und damit eben auch zwei unterschiedliche Signalbücher zusammengeführt werden mussten. Na gut, da wir jetzt hier wieder etwas länger stehen, in Klingenberg-Kolmnitz, rufen wir mal beim FDL an. So, Genehmigung zum Überfahren des haltzeigenden Signals erteilt. Dann ist jetzt die Frage.
Rollen wir hier raus auf die offene Strecke, oder? Weil das möchte ich echt ganz gerne mal noch nachgucken. Ja, scheint nach... Ja, sieht nach Strecke aus. Damit bitte. Ja. Hehe. Einfach raus. Und natürlich wachsam drücken. Befehl drücken. Jetzt war ich schon ganz durcheinander. So, jetzt kommt auch wirklich Leistung. Oh, wie schön die Lok grummelt. Dieses Blubbern, sag ich mal, am Anfang, ist echt immer richtig schön. Und PZB-Befehl. Chaka. 25 sind noch aktiv. Jetzt einfach mal Lautstärke aufdrehen und den Sound genießen. Ich halte jetzt auch mal kurz meinen Mund. Ist das nicht geil? Dauerleistung, Ludmilla, alt belüftet und das noch in einem so wunderschönen Farbkleid. Das ist Eisenbahnfaszination pur. So geil, und der dritte Lüfter springt auch noch an, man hört es im Hintergrund. Zack, und da läuft er. Einfach nur geil, wirklich. Ja, wer selber schon mal auf so einem PS-Monster ja, unterwegs gewesen ist, egal ob als Triebfahrzeugführer oder einfach nur in Begleitung. Wirklich, eine Fahrt mit einer Ludmilla ist immer ein Erlebnis. Egal ob als LZ, ob als Güterzug, ob als Vollzug. Wirklich, das spielt gar keine Rolle eigentlich. Das macht so viel Spaß und ja, für jeden, der einen zumindest ganz kleinen Funken Leidenschaft für die Eisenbahn entwickelt, der ja, wird bei diesem Fahrzeug einfach zum Lächeln gebracht. Ist einfach so. Das ist Freude pur. So, auch wenn wir jetzt viel zu schnell geworden sind durch dieses kleine, Spielerei hier mit der Leistung, wir müssen uns wieder auf Normalniveau verhalten und normal fahren. So, Leistung von der Bremse geht gegen Null und der Zug darf rollen. Müssen wir jetzt gleich ein bisschen aufpassen, dass wir nicht durch Tarant durchrauschen. Uiuiui, der Zug drückt aber. Jetzt geht's die Tarant-Rampe runter. Da müssen wir reinbremsen noch mit der Lok. Oder mit dem gesamten Zugverband. Das Problem ist jetzt, wenn wir mit der Zugbremse wieder auslösen. Ja. Erstmal müssen wir zum Stehen kommen. Und das bitte ordentlich. Uiuiui. Uiuiui. Wachsam. Aber das packen wir. Das packen wir problemlos. Ich dachte, es wird schlimmer. So, die 45 haben wir schon mal. Oder die 35 müssen wir noch. Und dann bitte noch bis zum Stillstand. Tatsächlich, die dynamische Bremse bleibt doch angelegt. Wahrscheinlich hat die Lokomotive jetzt auch wirklich erkannt, dass wir sie ausgekuppelt haben.
und denken, auch wenn die E-Bremse hier voll angelegt ist, die Lokomotive beschleunigt noch. So, und an dieser Stelle muss das Video leider mal außerplanmäßig etwas eher enden, weil im nachfolgenden Streckenabschnitt leider die Strecke immer und immer wieder abstürzt. Ich habe jetzt 6-mal hintereinander mein Bestes gegeben und bereits nach dem Anfahren vor dem nächsten Hauptsignal wird dann ja der Bildschirm schwarz und das Programm stürzt daher ab. Deswegen verabschiede ich mich jetzt mal ungewöhnlicherweise hier kurz vor dem Signal. Ganz so weit bis Freiberg ist es gar nicht mehr. Es wären nur noch wenige Kilometer. Aber, und das werden wir auf jeden Fall mal noch nachholen, wir werden uns den Steilstreckenabschnitt, Korrektur, definitiv mal noch genauer anschauen und in einem anderen Szenario, vielleicht auf der neueren Variante oder Version, diese Strecke unter die Lupe nehmen, wo dann hoffentlich auch das Problem mit dem Absturz kurz vor dem Ziel nicht auftreten sollte. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die trotzdem sehr lange und sehr schöne und interessante Fahrt. Danke für die Aufmerksamkeit, danke für das Interesse an dem Video und in diesem Sinne wünsche ich weiterhin viel Spaß auf dem Kanal. Wenn du das Ganze unterstützen möchtest, und darüber würde ich mich sehr freuen, dann kannst du das sehr, sehr gerne tun auf der Kanalwebsite unter www.thinknewflynew.de. Dort gibt es entweder die Möglichkeit, das Ganze ja per PayPal zu unterstützen. Oder wenn du sagst, hey, ich möchte mir den Train Simulator auch zulegen, findest du dort einen Affiliate-Link zum Partner-Online-Shop. Und darüber kannst du dann sehr, sehr gerne Train Simulator-Addons bestellen. Wenn du sagst, hey, ich möchte mir die sowieso holen, dann kannst du sagen, gut, darüber können wir den Kanal zumindest noch mit unterstützen. Und ja, ein kleines bisschen für die alle oder für jeden dritten Tag ein neues Video an der Stelle danken. Gut, damit soll es aber auch für heute gewesen sein. Nochmal, vielen Dank fürs Zusehen. Liken, teilen, abonnieren, nicht vergessen, wenn du an der Eisenbahn interessiert bist. Und in diesem Sinne, allseits gute Fahrt und bis zum nächsten Mal. Dein Think New Fly New.